Radio for Kickers Würzburg. 90 Minuten, ein Leben lang. Noch knapp 4 Wochen bis zum Start der Regionalliga Bayern. Die Würzburger Kickers auf dem 9. Tabellenplatz. Wir sprachen mit dem Trainer Dieter Wirsching. Dieter Wirsching, das Jahr 2013 steht an. Du warst in der Zwischenzeit beim Lehrgang und den hast du sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Das stimmt. Und es war eine sehr interessante Zeit in der Sportschule in München, in Oberhaching. Und die Ausbilder, und ich habe das auch wirklich sehr genossen. Es war inhaltlich hochinteressant. Und ich habe tatsächlich gut zugehört und habe mich dann auch am Abend oder am Wochenende, auch wenn ich dann wieder zu Hause war, auch mal hingesetzt und mich mit dem Thema Fußball einfach nochmal beschäftigt. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen einen Wissensvorsprung durch meine Tätigkeit bereits als Trainer. Also ich war ja nicht nur Theorie oder auch Neuling auf der Trainerbank. Ich würde fast sagen, jetzt nach 2,5 Jahren Kicker schon fast ein erfahrener Hase. Und das Sammelsurium zu lernen, die gute Ausbildung der Coaches dort in der Sportschule, plus die Erfahrung, die ich hatte, hat dann wirklich zu einem richtig guten Ergebnis geführt, ja. Ihr habt da also ziemlich auch alles gemacht, habt auch Spiele besucht, Spielbeobachtung, Analysen, alles, was dann im Paket dazugehört. Alles das, was zum Paket Fußball dazugehört. Also es ist nicht nur Trainingsinhalte, da waren Videostudium-Sachen dabei, es war Technik dabei, vor allem sehr viel Taktik dabei, Offensivthemen, Defensivthemen, Standards und eben auch Hospizieren bei anderen Clubs. Und da haben wir auch interessante Spiele gesehen, unter anderem Bayern gegen Borisov, damals in der Champions League, oder ein eigens anberaumtes Testspiel 60 gegen Unterhaching. Und die Spiele dann eben auch mal mit Fußballlehrern, die ja dorthin ausgebildet sind, mit den Trainern zu analysieren, aufzuarbeiten. Das war schon interessant und hat eben auch ein bisschen nochmal hinter die Kulissen der täglichen Trainerarbeit gezeigt. Und doch war inhaltlich wirklich eine tolle und gelungene Seminarreihe. Und du hast das Ganze abgeschlossen als Lehrgangsbester. Tatsächlich, also in der Reflexion meiner Prüfung hat mir dann auch die Ausbilderin, die in dem Fall die Fritze, dann auch das so erklärt mit den beiden Prüfern, dass es relativ selten vorkommen wird oder ist, dass tatsächlich die Note 1 vergeben oder eine Premium-Note vergeben. Mein Ziel war es, so viele Punkte zu ergattern, dass ich zur B-Schein-Lizenz zugelassen werde, weil es ist auch zentralisiert mittlerweile über den DFB. Aber ja, ist tatsächlich, dass ich von 15 möglichen Punkten 13 erreicht habe, 9 hätten es mindestens sein müssen für die B-Lizenz. Und da hat mir das auch erklärt, dass es ein richtig gutes Ergebnis ist und mich eigentlich auch dazu animiert zu sagen, ey, mach bitte B- und A-Schein, eventuell den Fußballlehrer, weil da ist schon ein gewisses Potenzial vorhanden und freut mich natürlich auch. Lob bekommt man als Trainer nicht allzu oft von verschiedenen Seiten, aber es war wirklich super interessant und hat gut getan. Das ist natürlich eine richtig tolle Sache. Und was für uns alle immer noch klasse ist, der Aufstieg der Würzburger Kickers in diese Regionalliga, 2 Klassen übersprungen. Das Jahr 2012 ist zu Ende und man hatte jetzt mal so ein bisschen Zeit, über alles mal so richtig nachzudenken. Vorher war ja da wenig Zeit, so englische Wochen. Hast du sicherlich auch viel diese Zeit genutzt, um da ein bisschen zur Ruhe zu kommen und das Jahr 2013 richtig zu planen? Also erstmals in dieser Sportschule, gerade im zweiten Teil, ist man dann abends und nachts ohne Fernseher und dann nimmt man sich echt mal die Zeit, auch nochmal alle Fernsehberichte, alle Interviewberichte auch von dir anzuhören, alle Zeitungsberichte einfach nochmal zu studieren, ja. Und was im Jahr 2012 mit meiner Mannschaft, mit unserem Verein passiert ist, das muss man jetzt so im Nachhinein, wenn man das reflektiert, ist wirklich gigantisch. Wie wir uns dann auch weiterentwickelt haben in der Regionalliga, das ist ebenfalls sehr, sehr gut und wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt weitergehen. Wir sind jetzt in der Planung für die Saison 2013 sehr weit. Wir haben jetzt mit dem Joe Mensa einen wirklich klasse Mann weiter verpflichten können an den Dallenberg. Wir werden zeitnah mit Christopher Bieber uns auch schriftlich einigen. Mündlich haben wir da bereits die Zusage bekommen. Ja, dann bleibt es aus dem aktuellen Kader, den wir noch gerne weiter verpflichten wollen, mit dem Karl Murphy. Ja, alle anderen Leistungsträger haben noch längerfristige Vertrag bei uns. Und da sage ich, sind wir mit der Kaderplanung extrem weit. Wir haben 2
oder einen mit dem Adrian Istrefi bereits einen Neuzugang für die neue Saison verpflichtet. Wir sind mit einem weiteren Neuzugang mit Würzburger Wurzeln sehr, sehr weit. Ein sehr erfahrener Mann, der zu uns kommen und stoßen wird. Das ist also auch nur noch die vertragliche Sache zu regeln. Und dann können wir uns wirklich ganz gezielt noch zwei Rosinen für den Kader rauspicken. Mei, und dann ist es leider Gottes halt auch so, dass man den einen oder anderen Aufstiegsheld, der zuletzt sehr wenig gespielt hat, der vielleicht einfach auch vom Potenzial, vom sportlichen Potenzial an seinem Limit stößt, dann eben halt auch mit auf den Weg geben sollen, wollen oder müssen, dass er bei uns schon noch immer gerne gesehen ist, aber dann halt vielleicht auch mehr für die Amateure eingeplant ist, ob es den einen oder anderen dann wegzieht von den Kickers. Das sind halt dann einfach auch die Entscheidungen oder Rand, Entscheidungen, die man treffen wird oder treffen muss, die halt auch die Schokoladenseite rumdrehen und die andere Seite der Medaille sind. Es tut auf einer Seite weh, auf der anderen Seite ist es für den Spieler auch fair, einfach sich anders oder weiterzuentwickeln und dass er weiß, wohin gehört. Aber da sind wir sehr weit und ist klar, wir brauchen für die Rückrunde mindestens 13 Punkte. Es geht los in Illertissen und da freuen wir uns drauf. Die haben kein gutes Bild oder Interview von uns abgegeben, deren sportliche Leitung bei BVTV. Das habe ich meiner Mannschaft schon vorgespielt. Das werden wir dann auf dem Weg nach Illertissen nochmal vorspielen. Und auf das Spiel freue ich mich ganz besonders. Und wenn meine Mannschaft so motiviert durch die Vorbereitung jetzt die 4 Wochen geht und wir dann am 23. Februar in Illertissen hoffentlich den ersten Haken an die ersten 3 Punkte reinmachen können. Und dementsprechend gucke ich jetzt primär schon noch auch noch nach hinten, aber auch wir wollen vorne gucken, was auch ist. Ja, dieses Interview habe ich auch gehört. Ich kenne auch den Herrn Krenzel gut, den habe ich selber schon interviewt, damals in der Oberliga Baden-Württemberg. Okay. Da hat er natürlich noch ganz, ganz andere Meinungen gehabt als heute. Ja gut, das ist natürlich dann auch ein bisschen weit hergeholt, aber du suchst immer solche Dinge, um auch deine Mannschaft darüber zu motivieren. Ja, nicht nur die Mannschaft, auch mich. Ja. Man muss ja informiert sein, was Sache ist. Und Fußball ist Emotion, das gehört mit dazu, neben der ganzen Taktik, Verschieberei, Zweikämpfe und Tore erzielen. Aber Fußball ist gerade auch in der Vorbereitung zu einem Spiel eine emotionale Sache. Und sowas ist natürlich wichtig. Das ist für mich als Coach wichtig. Und das meiner Mannschaft weiterzugeben, ist doch eine klasse und eine geile Sache. Logisch. Gibt es jetzt in der Winterpause definitiv noch Verstärkung? Ist gut möglich. Also einmal haben wir versucht, den Adrian Istrefi, oder den haben wir ja verpflichtet, aber auch spielberechtigt zu bekommen, was uns leider nicht gelungen ist. Und wir haben am Montagabend zum Training nochmal einen Testspieler da, mit dem wir uns eigentlich schon verhandelt haben. Also wenn der jetzt nicht über die eigenen Füße fällt oder extrem auffällig schlecht trainiert, denke ich, werden wir dann Montag, ich hoffe spätestens am Dienstag, noch einen offensiven Neuzugang haben. Das heißt also, bis zum 31. ist da noch Zeit, da kommt dann noch was dazu. Und die andere vom Würzburger FV, die Freigabe war ja die Absicht, eventuell schon zu der Winterpause zu bekommen. Das klappt also aufgrund der Ablösesumme nicht. Ja, also die Ablöseforderung seitens vom FV, die ist exorbitant und es steht in keinem Verhältnis zu der Zeit, die der Adrian jetzt auch gesperrt wäre. Ja, da spielt scheinbar noch alte Verbissenheit, Rivalität eine Rolle. Sachlich ist das Gespräch zwischen dem Martin Lang und den Verantwortlichen beim FV nicht wirklich gelaufen und dementsprechend tut es mir für den Adrian ein bisschen leid, aber er ist konsequent. Sein Pass liegt in München, leider ohne Freigabe und wird Mitte Mai dann aktiv auch für uns Fußball spielen können. Und bis dahin kann er sich an unseren Rhythmus gewöhnen, kann sich mit den erfahrenen Leuten im Training messen, kann sich vorbereiten. Er ist ja auch noch recht jung mit 19 Jahren und es bringt ihn sicherlich mehr, als jetzt dann noch mal ein paar Spiele an der Mainau unter Bayernliga-Bedingungen zu spielen und das wird ihn auch nicht umwerfen, jetzt die paar Spiele zuzuschauen und er hat so eine hohe Eigenmotivation und auch Dynamik, da mache ich mir jetzt um den Jungen keine Sorgen. Schade, klar, wir haben auch noch Zeit da bis 31. Januar, vielleicht gibt es ja doch noch eine Einigung, wir sind drum bemüht, aber nicht um jeden Preis. Es geht weiter im Gespräch nach dem nächsten Musiktitel. Thema Training, ihr habt da so ein bisschen anderes System, als ich das bisher kenne. Die Mannschaft ist schon im Training, Konditionstraining und jetzt fängt aber dann dieses Training ein bisschen später, als manch andere das machen, am kommenden Montag erst richtig an. Hat das gewisse Gründe, warum ihr so verfahrt?
Ja, das ist im Endeffekt meine Entscheidung oder meine Idee. Wir haben letztes Jahr im Sommer extrem wenig Pause gehabt durch die Relegationsspiele und ich halte es einfach für wichtig, dass sich die Jungs auch mental einfach mal ausruhen können und mal Fußball zur Seite legen und nicht 3 oder 4 Mal die Woche plus am Wochenende 2 Mal jetzt in der Vorbereitung spielen und wieder zum Training und die Füße eh schon schwer, ja. Und es geht mir da eigentlich darum, dass sich die Jungs mental auch ausruhen können und einfach wieder neuen Spirit und ich sag mal jetzt auf Fußballdeutsch diese Fußballgeilheit einfach auch wieder aufnehmen. Und das ist meine Idee dabei gewesen. Und dementsprechend sind sie jetzt, die verletzten Spieler, seit 14 Tagen im Training, die Stammspieler, die viel trainiert haben mit dem Cookie im Bereich Fitnesstraining und Grundlagenausdauer, seit 1 Woche im Training. Und am Montag treffen wir uns alle zusammen. Dann geht es auch inhaltlich in die Vorbereitungszeit. Und die ist kurz und knapp mit 4 Wochen. Das habe ich allerdings in meiner Trainertätigkeit bei Kickers bisher immer so gehabt. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass meine Mannschaft auch immer fit war. Das zeigt auch unsere Bilanz, dass wir am Schluss relativ oft und viel Tore auch erzielen und Spiele drehen. Und ich mache mir jetzt keine Sorgen zwecks der Kürze. Ich könnte mir nicht vorstellen, meine Mannschaft 6 oder 7 Wochen lang am Stück zusammen zu haben, auf eine Saison vorzubereiten. Mir ist die kurze, knackige Zeit viel lieber. Jetzt werdet ihr euch verstärken, auch im Trainerteam. Und das hat natürlich auch gewisse Gründe für die Zukunft. Ja, also erstmal haben wir mit Manuel Endres einen wieder jungen Trainer, der auch eine A-Lizenz hat, der zu uns stößt. Also der ist vielleicht von der Psyche her noch näher an der neuen Spielergeneration dran. Ja, Manuel ist gerade mal 33, 34 Jahre alt. Ich bin ja dann doch schon noch mal 5, 6 Jahre älter als er und vielleicht auch vom Kopf her anders. Er hat bis vor kurzem sehr erfolgreich höherklassig Fußball gespielt, vierte und auch dritte Liga, ja, in Jena bzw. bei Eintracht Braunschweig, ist also auch da den höherklassigen Fußball gewohnt. Und er ist auch selbstständig, hat eine Fahrschule von seinem Vater übernommen und ist da auch gerade auch am Vormittag zeitlich greifbar für uns, wenn wir mal ein Vormittagstraining einlegen wollen. Und er ist im Gegenzug zu Lamine Cissé, der logischerweise in unserem Team bleibt, ein Offensivspieler. Lamine ist ja früher Defensivspieler gewesen. Ich war ein Sechser oder Mittelfeldspieler, also jetzt sind wir also in der Chefetage der ersten Mannschaft, also komplett auch mit den jeweiligen Mannschaftsteilen. Und ich freue mich sehr auf den Manuel. Ist ein Typ, der gut zu uns passt, der den Würzburger Fußball kennt, der den höherklassigen Fußball selber auch als Spieler kennt. Und er möchte sich entwickeln und hat mir da gesagt, er wird mir da gerne über die Schulter auch schauen, möchte da was mit aufnehmen. Und wir freuen uns sehr, dass wir da einen echt guten Mann auch anbinden konnten an die Kickers. Wie sieht's dann aus, was ja schon vielfach diskutiert wurde, diese berühmte Trainingseinheit mehr? Ja, wird nächstes Jahr kommen. Wir trainieren im Moment ja auf Sparflamme, sag ich mal, 3-mal. Auch das war bewusst, weil ich ja immer noch in meiner Mannschaft viele Spieler hatte, die letztes Jahr noch Landesliga-Tempo gespielt haben, jetzt sich umgewöhnt haben auf die Regionalliga-Gegebenheiten und Tempo. Und aber nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall gerade auch noch ein taktisches, also ein Individualtraining mit dazu nehmen, weil wir nächstes Jahr statt 3-mal, 4-mal trainieren und haben jetzt dann mit Lamine Cissé und mit Manu Endres auch die Möglichkeit, die ein oder andere Zusatzschicht sogar zu fahren, um den Spielern einfach noch mehr mitzugeben, wenn es denn notwendig ist. Und das haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall vor. Ist auch ein Teil der Weiterentwicklung des Gesamtvereines oder auch der sportlichen Entwicklung der Mannschaft. Und dementsprechend auch die Weitererweiterung des Kaders, der Trainer oder des Trainerteams. Am Montag beginnt das Training und wie viele Einheiten sind dann in der kommenden Woche oder geht's wöchentlich bis zum Start geplant? Ja, also jeweils 4-mal. Einen Tag wollen wir schon noch freigeben, auch mit den Jungs pro Woche, plus jeweils Doppelspiel in den ersten Wochenenden. Da haben wir jetzt dann einen Landesligist unter Spießheim. Wir haben dann, glaube ich, einen Landesligisten nochmal mit Bayern Kitzingen. Die Woche drauf am Wochenende haben wir dann ein Spiel bei Hessen Kassel. Das ist ein Topspiel bei Uwe Wolf mit seinem Team. Die sind vorne in der anderen Regionalliga auf Tabellenplatz 2. Und am Sonntag drauf spielen wir dann zu Hause gegen Viktoria Aschaffenburg. Also es sind schon heiße Kisten, die 4 Spiele. Und ich denke, nach dem Aschaffenburg-Spiel werden wir dann schon wissen, was Sache ist. Die Woche drauf haben wir noch den Test gegen Karlburg. Und dann geht's los nach Illertissen. Sollte der Wettergott natürlich mitspielen, müssen wir abwarten. Aber ich bin guter Dinge. Die Jungs, das hat gestern der Fitnesstest auch gezeigt, hat mir unser Fitnesstrainer berichtet, sind in einem Top-Zustand bereits angelangt und da können wir ab Montag voll ins Media Race gehen und auch Fußballtaktik pauken. Und ich bin guter Dinge und wenn die Mannschaft, ich sag mal, nur halb oder dreiviertel so motiviert ist wie ihr Coach, dann werden wir eine klasse Rückrunde erleben am Dallenberg.
Gute Nacht, Einsamkeit. Radio for you.